Cool, Alex, dass du heute mal wieder am Start bist. Wir haben uns mal im Google Cloud Summit kennengelernt, eigentlich vor, ich glaube, fast 2 Jahren jetzt mittlerweile. Und Alex war dort auf einer großen Stage. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele tausend Leute dort waren. Und hat vorgestellt, wie die Einführung der G Suite bei Viessmann letztendlich so gelaufen ist. Mittlerweile seid ihr auch schon wieder 1,5, 2 Jahre weiter, einfach in dem, was ihr alles realisiert habt. Und das ist uns eine große Freude und eine große Ehre, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, um hier ein paar Einblicke zu geben, warum ihr das macht und in welchem Kontext ihr das eigentlich macht und ja, was da so eure Erfahrungen waren. Ja, danke, Paul. Gerne. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wie gesagt, Firma Viessmann ist vielleicht eines der, ich sag mal, digitalen Leuchten in Deutschland, die immer mal wieder in der Presse sind und gerne was dazu erzählen. Was tun wir alles? Warum machen wir das? Wo wollen wir uns hinentwickeln? Und also auch nochmal darauf zurückzukommen, auf die Fragen, die vorher gestellt wurden, ob G Suite oder Microsoft Office, das ist aus meiner Sicht einfach eine reine Strategiefrage. Also auch die Strategiefrage, wo bewege ich mich hin als, ich sag mal, IT, also wir sind quasi eine IT im Hause Viessmann, die IT bereitstellt für unsere User, wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen? Und ich möchte, also ich habe quasi auch schon mal, und das gibt es auch auf Video, darüber berichtet, wie haben wir jetzt G Suite im Detail eingeführt. Das würde ich gerne gar nicht heute so groß anschneiden, sondern würde eher auf dieses Thema Workplace Transformation, also was gehört zu so einer übergeordneten Arbeitsplatzstrategie, eingehen. Genau, mein Name ist Alex Pöllmann. Ich bin bei uns verantwortlich für die Themen Intranet, Collaboration Services und auch Endgerätestrategie, also quasi fast der gesamte Workplace Stack. So wie wir das sehen, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Und wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr mich gerne über E-Mail, über LinkedIn, wie auch immer erreichen. Gut, also ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück, warum wir darüber gesprochen haben. Ich habe 2015 damit angefangen, quasi diese G Suite-Evaluation zu treiben und die Microsoft Office-Transformation zu treiben und war dann Projektverantwortlicher während der Einführung und bin jetzt quasi in diese Rolle geschlüpft. Aber auf dieses, ich sag mal, spezielle IT-Thema komme ich nachher, sondern würde erstmal erzählen, wo kommen wir eigentlich her als Viessmann. Wir sind ein Familienunternehmen mitten in Deutschland, in Nordhessen, was Allendorf kennt kein Schwein wahrscheinlich hier. Ist halt irgendwie 30, 35 Kilometer von Marburg in Richtung Norden. Sind weiterhin noch ein Familienunternehmen, was bei Maximilian und Martin Viessmann geleitet wird, wobei Martin Viessmann mehr und mehr die Rolle des Chairmans nur noch einnimmt und Maximilian das operative Geschäft mittlerweile verantwortet. Wir haben 12.500 Familienmitglieder der Viessmann Family, 120 Vertriebsniederlassungen weltweit, machen einen Umsatz von 2,5 Milliarden und wollen 2021 bei circa 3 Milliarden sein. Genau, was machen wir eigentlich so? Wir haben zum einen die Area Climate Solutions, dann haben wir Industrie Solutions, Refrigeration Solutions. Heißt aber konkret im, ich sag mal, Climate-Bereich bewegen wir uns. Wir produzieren Gas, Wandgeräte, Heizkessel, Ölgeräte, Wärmepumpen, haben wirklich ein Komplettportfolio da. Bei Industrielösungen geht es darum, um Krankenhäuser auszustatten mit irgendwelchen Dampfkesseln. Und bei Refrigeration Solutions machen wir zum Beispiel Kühlzellen. Wenn man das Ganze als globales Portfolio zusammennimmt, haben wir nachher die Möglichkeit quasi zu sagen, okay, wenn wir jetzt einen Lebensmittelmarkt neu aufstellen würden, würden wir sagen, okay, da kommen von uns die Kühlzellen rein, da kommt auch obendrauf eine PV-Anlage, da kommt eine Wärmepumpe daneben, kann das ganze Ding energieneutral betreiben. Wie gliedert sich unser Lösungsportfolio auf oder wo bewegen wir uns hin? Wir haben 2015 halt innerhalb der großen Digitalisierungsinitiative angefangen, zu gucken, okay, wie müssen wir unser Lösungsportfolio verändern, um quasi dem sich ständig wandelnden Markt entgegenzutreten. Wir sehen ganz klar den Trend, dass Produkte und Systeme, wie wir sie als Industriekonzern einfach gestern und auch heute immer noch an den Kunden verkaufen, gar nicht mehr, ich sag mal, die wesentliche Rolle einnehmen, sondern das, was hier oben drauf als zusätzliche Konnektivitätsplattformlösung, digitale Services nachher als Dienstleistung verkauft werden können, das Brot- und Buttergeschäft derjenigen Companies ist, die der Paul eben erwähnt hat, die heute relativ schnell in eine Standard & Poor's 500 aufgenommen werden oder im DAX 30 landen.
Ein guter Vergleich dazu ist zum Beispiel die Firma Apple. Also ihr seht hier unten, wenn wir sagen, okay, Produkte und Systeme, um es plakativ zu machen, haben wir einen MacBook. Das MacBook ist aber nicht alles. Das MacBook hat ein Betriebssystem, einen Mac OS X, was in diesem Layer liegen würde. Darüber haben wir digitale Services mit einem App Store und mit den Apps, die ich dann da drauf habe, kann ich weiterhin noch In-App-Käufe tätigen, die dann quasi meine Value-Added-Services sind und die mir nachher wirklich, ich sag mal, einen relativ hohen Anteil an Gewinn und vor allen Dingen Skalierung dann bringen. Genau. Einfach nochmal, ich glaube, das ist uns allen klar und deswegen sind auch die meisten von uns hier, weil sie einfach interessiert daran sind, welche Möglichkeiten es gibt, um genau diesen Herausforderungen in der Zukunft gegenüberzutreten. Wir haben innerhalb unserer Firma, ich sag mal, mehrere Initiativen oder eine gesamte Strategie daraus gearbeitet. Und ich werde mich jetzt gerade bei diesem Thema rein darauf fokussieren, wie können wir als IT oder auch als Organisation, wir nennen es Getting the Best in All of Us, also aus uns herausbringen, um quasi in eine gute Zukunft einzutreten. Und ja. Ja, vielleicht bei der vorigen Slide mit den zusätzlichen Services, mit den App-Services, ja. In-App-Käufen und so weiter. Ich habe nicht verstanden, wie skaliert das? Im Grunde genommen sprecht ihr ja eure Kunden an, oder? Ja, also ja, wir sprechen unsere Kunden an. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich also in Zukunft quasi Wärme nur noch verkaufe und das Produkt gar nicht mehr wichtig wird, dann liegt Wärme hier oben in einer Dienstleistung drin und ich sage quasi, okay, ich habe jeden Monat, also skalierend meine Incomes von, weil ich verkaufe Wärme und habe die Verträge über 10 Jahre abgeschlossen zum Beispiel. Wenn ich das rein auf eine App betrachte und sage, okay, ich biete jetzt eine App für zum Beispiel Heizungsbauer an, worüber die ihre, ich sag mal, also unsere Kunden, unsere... Also ihr skaliert über zusätzliche Services, ne? Also wahrscheinlich genau. Verfügbarkeiten, die ihr dann garantiert. Genau, oder auch sagen, deine Heizung fällt in 5 Tagen aus. Ja, und lieber Heizungsbauer, fahr schon mal bei Kunde XY vorbei und tausch dieses Teil aus, weil dann fällt sie nicht in 5 Tagen aus. Dann ist das wieder ein zusätzlicher Service, den wir quasi monetär verwerten können. Genau, die Building Blocks sind hauptsächlich aufgeteilt in die Themen Leadership and Culture. Das ist auch das, was Paul angesprochen hat. Skills and Capabilities, gerade auf die Mitarbeiter in der Zukunft bezogen. Organizational Routines und Design. Also das ist aus meiner Sicht sehr stark ein Kulturthema, was alles hier stattfindet. Wie arbeiten wir zusammen? Wie stellen wir uns als Organisation auf? Welche Skills brauchen wir in der Zukunft? Und das Thema, wie sehen unsere Arbeitsplätze in Zukunft aus? Einfach um da plakativ mal Beispiele mitzubringen, was bei uns passiert. Wir haben mittlerweile, ich sag mal, alle unsere Strategie-Prozesse in agile Prozesse umgewandelt. Das heißt, jede Reportings finden halt so statt nach einem ganz klassischen Scrum-Muster. Jedes Team arbeitet, toolgestützt natürlich auch wieder, in Scrum- oder Kanban-Methoden und haben damit quasi, ich sag mal, einen operativen Turnus geschaffen, wie wir sagen können, okay, wir wissen genau zu dem und dem Zeitpunkt, welche Deadlines erreicht sind, wo die Roadblocks sind und kommen viel mehr in ein, ich sag mal, sehr effizientes Arbeiten hin, aber merken natürlich auch, dass wir relativ flexibel agieren können in Sachen, wo bewegt sich meine Strategie hin. Also ich habe häufig schon erlebt, dass wir gesagt haben, okay, also an diesem Punkt stehen wir jetzt gerade, das und das und das sind die Probleme. Wir schlagen vor, einen anderen Weg einzugehen. Das wäre vor, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren nicht so möglich gewesen, ohne da richtig einen drüber zu bekommen. Zusätzlich haben wir neue Business-Treiber aufgemacht, beziehungsweise in Berlin die VCO, die für uns digitales Marketing macht, ein User Lab bietet, Venture Development macht, unsere digitalen Produkte entwickelt. Wir haben ein Software Development Center in Breslau aufgemacht. Da sind, ich weiß gar nicht, über 100, glaube ich, mittlerweile beschäftigt, die für uns quasi diese Value-Added-Services, digitale Services, aber auch unsere Regelungen zum Beispiel mitentwickeln. Und wir haben Initiativen zum neuen Office-Konzept entwickelt. Und für mich quasi als IT ist es ja nichts anderes als, okay, ich kriege von oben eine Strategie vorgegeben, wo wir uns als Firma hinbewegen wollen und ich muss quasi dieser Strategie Folge leisten und muss dafür die, ich sag mal, bestmögliche
Software-Setup zur Verfügung stellen, was dann halt die Needs der Mitarbeiter befriedigt. Um dann darauf zu kommen, jetzt befinden wir uns wirklich in der IT, wie sieht denn unsere IT quasi so aus? Also jeder wird das kennen, man hat irgendwie so ein bisschen Infrastruktur, was Corporate Network, Wired oder Wireless ist, was benutzen wir im Bereich Processing und Storage, da haben wir verschiedene Cloud-Lösungen, da haben wir verschiedene On-Premise-Lösungen von den jeweiligen Herstellern, aber alles auch, wie gesagt, für verschiedene Anwendungsfälle gedacht. Da oben drauf dann die Application Landscape, im Bereich Collaboration, im Bereich ERP, CRM, also alles, was, ich sag mal, Business-Prozesse angeht, aber auch zusätzlich heute schon Data und IoT-Business, was uns wesentlich Aufschlüsse darüber geben wird, wie wir in der Zukunft quasi agieren. Ganz oben on top sind diese Customer-Driven End-to-End-Projects, also sprich, das können interne Projekte sein, die quasi angefragt werden von Fachbereichen. Hier, wir müssen diesen Prozess verbessern, wir wollen das Ganze verschlanken, wir wollen eine neue Gesellschaft gründen und so weiter. Das muss natürlich alles implementiert werden. Aber auch die Dinge, die quasi, ich sag mal, die digitalen Produkte von uns als IT fordern. Hier, wir brauchen diesen Value-Added Service, wir müssen das in unsere App implementieren. Bitte IT, helft uns dabei. Für unseren Arbeitsplatz haben wir uns das folgende Ziel gesetzt. Jetzt sind wir quasi da, wo wir eben bei Paul aufgehört haben. Wir haben uns das Ziel gesetzt, make it fast, make it smart und make it together. Und wir befinden uns in diesem Arbeitsplatzbereich in quasi aktuell 3 Teams, wo wir sagen, okay, wir entwickeln eigene Lösungen für unsere Mitarbeiter. Wir haben eine eigene Cloud-Plattform am Laufen, in dem Sinne die Google Cloud-Plattform. Das ist nicht zu verwechseln mit G Suite, das sind quasi 2 separate Produkte. Google Cloud Plattform ist auch eine eigene Cloud Plattform wie Microsoft Azure und G Suite ist quasi unser hauptsächliches Kollaborationswerkzeug und wir machen noch nebenher die Hardware-Strategie, sodass wir quasi einen gesamten Arbeitsplatz an unsere Mitarbeiter ausliefern können. So, wo kommen wir her? Und jetzt steigen wir wirklich ins Detail ein. 2015 haben wir angefangen mit diesem Arbeitsplatz der Zukunft-Projekt. Haben uns 2016 dafür entschieden, auf Google zu wechseln, auf G Suite zu wechseln. Was waren die wesentlichen Treiber? Vor allen Dingen gab es diese Kulturbedenken, kann unsere Organisation überhaupt, ich sag mal, G Suite vertragen? Kommen unsere Mitarbeiter damit klar? Für uns als IT war, ich sag mal, der wesentliche Punkt, hey, das ist eine komplett browsergestützte Anwendung, die kommt komplett aus der Cloud. Wir brauchen keinen Client mehr installieren, wir müssen einen Browser am Laufen halten und Netzwerkinfrastruktur. Und das war so, ich sag mal, der wesentliche Punkt auch aus IT-Sicht, warum ich mich heute immer wieder dafür entscheiden würde, wenn ich so eine große Organisation hätte. Also bei 13.000 oder knapp 13.000 Mitarbeitern haben wir 9.000 IT-User und 9.000 IT-User mit neuer Software auszustatten, ist natürlich deutlich anspruchsvoller, als einfach zu sagen, hey, da ist ein Browser drauf, ihr öffnet den Browser und dann habt ihr alle eure Programme von Mail angefangen bis hin zu Dokumentenmanagement und könnt auch aus dem Browser raus Videokonferenzen machen, chatten und so weiter. Wenn ich mir das jetzt rückblickend anschaue und gucke, wo sich andere Software-Vendoren mittlerweile hinbewegen, war es genau der richtige Schritt, das so zu tun. Weil der Browser verändert sich aus meiner Sicht immer mehr im Sinne von, er geht aus dieser starren Struktur raus, geht in flexible, anwendungsspezifische, ja, einzelne prozessbezogene Tabs auf und ich kann halt quasi heute 95-98% meiner Arbeit im Browser machen, brauche dafür nicht einen einzigen Client mehr. Das heißt, es ist mir eigentlich egal, welches Notebook ich morgen aus der Schublade rausziehe und damit anfange zu arbeiten. Und das ist nochmal so ziemlich bewusst geworden im Rückblick darauf, wie flexibel wir auch jetzt bei dieser Endgerätestrategie sind. Wir können halt sagen, es ist mir egal, ob ich einen Mac ausliefer, ob ich ein Windows-Endgerät ausliefer, ob ich einen Chromebook ausliefer, weil ich brauche einen Browser da drauf, um, ich sag mal, 95% meiner Anwendung zu betreiben. Weiterer Punkt ist halt, jede Enterprise-Firma hat irgendwie noch ein bisschen Virtualisierung nebenbei, worüber ich quasi den Rest aufrufen kann. So, das also nochmal zur Entscheidung für G Suite. Wir haben dann in Q3 2016 angefangen, dieses Projekt als Work Different, also eure Arbeit wird sich verändern,
für eine Gruppe von 1000 Early Adoptern auszurollen. Das hat ganz gut funktioniert. Haben in Q1 2017 die Entscheidung dann getroffen, okay, wenn es für 1000 funktioniert, funktioniert es auch für 9000. Hatten dann 2 Monate Zeit, um die Prozesse soweit gerade zu ziehen und haben dann den Go-Live innerhalb von 6 Monaten für die 9000 durchgezogen. Aber auch da, ich glaube, da macht es gar nicht so einen großen Unterschied, ob das jetzt 9000 User sind oder ob das, keine Ahnung, 50.000 User sind. Sobald ihr die Prozesse dafür quasi geschaffen habt, also gerade sehr wichtig, Kommunikationsprozesse zu den Usern über Google Champions, Google Guides, wie auch immer man sie nennt, schafft man es locker, so ein Tool in so eine Organisation reinzubringen. Anfang 2018 habe ich noch ein weiteres Tool mit aufgenommen, Asana, als wesentlichen Treiber für die Ausführung unserer Strategie. Ich sage mal, diese gesamte... Den gesamten Unternehmensstrategieprozess. Genau, also unsere gesamte Unternehmensstrategie haben wir quasi in Asana reingepackt, haben die in verschiedene Vehikel getrennt und haben diese einzelnen Vehikel quasi sehr transparent dem Unternehmen zur Verfügung gestellt. Und Asana war einer der hauptsächlichen Treiber, warum das so gut funktioniert hat, das auszuführen. Das meinte ich auch eben mit, wir nutzen Tools, die uns unterstützen, unseren Strategieprozess voranzutreiben. Und Asana passte halt am besten dazu, also haben wir dieses Tool genommen an der Stelle. Haben dann letztes Jahr, Mitte des Jahres gesagt, okay, es gibt halt noch so ein übergeordnetes Workspaces und Locations Projekt, was halt auch wieder Teil der Strategie war. Wo wir gesagt haben, okay, das Ziel ist es jetzt wirklich einen komplett endgeräteunabhängigen Arbeitsplatz herzustellen. Das heißt, das haben wir auch aus meiner Sicht soweit schon fast geschafft. Wir sind dabei, dass wir quasi die letzten Bröckchen irgendwie noch in den Browser reinkriegen oder in eine Citrix-Farm reinbekommen. Aber da bleiben vielleicht noch 20%, am 80% unseres Standardarbeitsplatzes sind quasi heute möglich auf dem Rechner, morgen möglich auf dem nächsten Rechner und übermorgen auf dem nächsten Rechner, ohne große Setup-Kosten, Umbaukosten und was da alles mit dranhängt, durchzuführen. Genau, und für dieses Jahr haben wir uns dann vorgenommen, Chrome OS Devices auszurollen. Also wir sehen halt noch einen viel größeren Hebel, auch gerade monetär da drin, wenn wir sagen, okay, wir führen halt anstatt einem 1.200 Euro teuren Windows-Gerät, MacBook, wie auch immer, Chrome-Geräte ein, die mich 400, 500 Euro kosten. Wo ich auch sagen muss, gerade bei Chrome-Geräten erwarte ich mir halt noch viel mehr davon, dass die mich im Management halt quasi 0 Euro kosten. Also da logge ich mich dran ein und logge mich wieder von ab und es ist so einfach, dass ich quasi keine Patches da drauf schieben muss, ich keine Drucker lokal verteilen muss, ich einen Update-Prozess habe, der einfach ganz normal funktioniert, also sich so anfühlt, als ob er gar nicht da ist, aber er trotzdem im Hintergrund funktioniert. Und da haben wir, wie gesagt, letztlich erst noch einen großen Vertrag mit Google drüber geschlossen, dass wir 3000 Stück bei uns in die Organisation bringen. Und dann können wir halt in Zukunft sagen, hey, jeder User ist möglich, von heute auf morgen in ein flexibles Team umzuziehen. Jeder User kann von zu Hause aus arbeiten. Jeder User kann aus dem Zug raus arbeiten, weil er halt flexibel ist und wir haben einen relativ geringen monetären Aufwand an der Stelle. Das Ganze nochmal in ein paar Zahlen zusammengefasst, auch nochmal bezogen auf quasi das, was Paul vorher gesagt hat. Bei Make It Fast, Google Docs, Sheets und Presentations sind mittlerweile bei mehr als 70% bei uns in der Organisation angekommen. Das heißt, wir haben auch einen wesentlichen Teil unserer Microsoft-Lizenzen schon eingespart und sind halt auch da gerade dran, immer noch weiter die Microsoft Office-Lizenzen zu reduzieren, um halt die Leute in diese kollaborative Arbeit hineinzuführen. 7.800 gemanagte mobile Devices mittlerweile. Davon sind es ca. 3.500 Private Devices. Das ist auch sehr interessant, weil G Suite hat uns die Möglichkeit gebracht, dass jeder sich ja einfach irgendwie die Gmail-App installiert, sei es auf dem iOS-Gerät, auf dem Android-Gerät und kann sich sofort einloggen. Früher hatten wir diese Möglichkeiten in dem Sinne nicht. Also man konnte nicht so einfach an seine Corporate-Infrastruktur und vor allen Dingen auch so sicher an seine Corporate-Infrastruktur kommen, wie ich installiere mir diese App, habe meine Daten nur in dieser App und habe eine relativ große Hürde, die auch wieder da rauszubekommen.
Das heißt, wir haben es geschafft, von 9000 Usern irgendwie ein Drittel zu befähigen, zusätzlich ohne Kosten in unserem Unternehmen auf Infrastrukturen aus unserem Unternehmen heraus darauf zugreifen zu können. Bei Make It Smart, ich habe eben noch mal reingeschaut, wir haben heute schon über 107 Terabyte in G Suite drinne gestored. Da sind, weiß ich nicht, 15, 20 Terabyte Altdaten, 30 Terabyte Altdaten, die wir alles da reingeben, weil wir sagen, wir wollen bei uns keine, ich sag mal, lokalen Datentöpfe mehr haben, wie Netzlaufwerke. Natürlich wird da ein kleiner Bruchteil bestehen bleiben, aber der große Teil geht da rein, weil die Kosten brauchen wir jetzt nicht mehr ans Knie binden. Jeder bei uns nutzt Zwei-Faktor-Authentifizierung, auch weil es so einfach ist. Also wir haben so viele Möglichkeiten gehabt, einfach Zwei-Faktor-Authentifizierung, sei es Security-Token, sei es Push-Notifikation oder auch gerade viele Mitarbeiter, die gesagt haben, hey, ich will hier kein privates Gerät für nutzen, die lassen sich halt auf ihrem Tischtelefon anrufen und können auch damit Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Aber es ist für jeden verpflichtend. Dann People Adopt New Ways of Working. 900.000 Asana-Tasks. Ich denke, das spricht für sich, wie dieses Tool auch mittlerweile bei uns in der Organisation funktioniert. Wir haben über 6.000 Asana-User mittlerweile bei uns in der Organisation. Und gerade dieser, ich sag mal, dieser Prozess, wir kollaborieren viel stärker miteinander, wird darüber nochmal besonders gefördert. Es ist super integriert mit G Suite, aber auch mit anderen Tools sehr gut integriert. Es macht die Arbeitsweise super einfach und ich mag das Tool also im Vergleich zu Jira und weiteren Tools sehr, 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 sehr gerne, weil es halt deutlich einfacher ist. Mehr als 8000 Google Meets per Monat mit einer Durchschnittszeit von 55 Minuten finde ich auch relativ stark. Also wenn ich mir angucke, dass wir auch dadurch wahrscheinlich unzählige Dienstreisen und weitere Sachen sparen, weil es halt auch so einfach ist. Also da, wie es der Paul eben gesagt hat, hey, die braucht eigentlich eine Kamera und so. Bei uns fing das an, die Leute haben sich einfach irgendwie eine USB-Kamera von Logitech bestellt und haben sich noch einen Jabra-Speaker bestellt und damit war quasi ein Besprechungsraum-Setup fertig. Und das kostet irgendwie 130 Euro. An Notebook angeschlossen, das Notebook vorne auf den Tisch gestellt und gesagt, hier sitzen jetzt, keine Ahnung, 5 Leute im Raum und die können halt irgendwo mit den Leuten in Frankreich kollaborieren. Gut, mittlerweile gibt es irgendwie 150 von den Chrome-Device oder Chrome for Meetings bei uns. Das läuft halt einfach super. Nochmal aus meiner Sicht die, ich sag mal, wesentlichen Punkte, die sich in Zukunft noch verändern werden bei unserem Arbeitsplatz. Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade sowas wie künstliche Intelligenz, die halt in sehr vielen Produkten von Google heute schon drin steckt, wie Smart Reply, wo ich lernen musste, dass irgendwie weltweit 10% aller Gmails schon per Smart Reply verschickt werden und ich mir selber, wenn ich englische E-Mails schreibe, angucke, okay, wie häufig ich einfach nur sage, okay, ich drücke jetzt hier auf eine der drei Möglichkeiten und verschicke das per Smart Reply. Oder auch dieses Explorer in Sheets. Ich weiß nicht, wer die Funktionalität kennt. Du hast halt einen riesigen Datensatz und drückst auf Explorer und der sucht dir irgendwie die Varianzen raus, die er da drin finden kann, stellt sie zusammen und du hast sofort das Diagramm fertig. Also einfacher geht es halt kaum. Zentrale Schnittstellen sind bei uns auch sehr, sehr wichtig. Also wenn ich mir gucke, wie wir früher Software integriert haben, war das halt möglich, hat auch funktioniert, war sehr, sehr aufwendig und vor allem konntest du die Schnittstellen überhaupt nicht pflegen. Und wenn du da mal wieder irgendwas verändern wolltest von dieser hochintegrierten Landschaft, ist halt quasi da hinten links nochmal irgendwas umgefallen. Und wenn ich mir angucke, wie unsere Google Apps Script Programmierer oder Google App Maker Programmierer, wie schnell die heute Anwendungen dahingestellt haben, die mit SAP integrieren, die mit Asana integrieren und wie schnell die Workflows aufgebaut haben, dann ist das eine ganz andere Möglichkeit, eine ganz andere Geschwindigkeit, die wir da an den Tag legen. Und gerade nochmal bezogen auf die Nutzung von Asana, das Tool ist irgendwie 1,5 Jahre, 2 Jahre bei uns in der Organisation. Wir haben keine wirklichen Trainings dafür angeboten, wir haben nicht viel Setup-Möglichkeiten angeboten und es wird aktiv von so viel 1000 Usern bei uns genutzt. Ich glaube, da werden noch viel, viel mehr von solchen Tools kommen, worauf sich viele auch einfach einstellen müssen. Und wir als IT gar nicht sagen können, hey, das Tool wollen wir jetzt eigentlich gar nicht haben. Wenn es aber den Anwendungsfall unterstützt, den unsere User haben, wir ihn aber trotzdem mitgehen müssen.
Gut, damit wäre ich am Ende und bin quasi bereit für eure Fragen. Bei 13.000 Usern knapp habt ihr einen ganz bunten Mix an Personen, also irgendwie alt, jung und affin und nicht so affin zur Technik. Wie habt ihr das gemacht beim Einführen der G Suite sozusagen oder als ihr damit angefangen habt, weil vielleicht den einen oder anderen auch so ein bisschen erschreckt, dass das irgendwie alles ganz anders funktioniert als vorher und zum Thema vorher, woher kamt ihr vorher sozusagen, was hattet ihr davor? Davor sind wir von einer Nodes-Infrastruktur gekommen, Domino-Infrastruktur, 22 Jahre lang haben wir die betrieben, also die war schon sehr gewachsen und das meinte ich auch eben mit hochintegriert, also wenn ich mir angucke, wo wir heute stehen bei der, ich sag mal, kompletten Reduktion von Nodes, also was die Datenbanken angeht, wenn ich mir angucke, wie das noch verhaspelt ist mit unserem IBM Portal oder Web4 Portal und noch unserer IBM FileNet P8 Infrastruktur, was das Dokumentenmanagement gesehen hat, ist es halt schon ziemlich krass. Also ziehst halt wirklich hier was weg, und da fällt hier hinten was um und hier funktioniert der Businessprozess nicht mehr. Das ist heftig gewesen und ich habe auch mit vielen Usern quasi während der Umstellung persönlich noch gesprochen. Wir haben aber von Anfang an quasi sehr, also das war, glaube ich, einer der Erfolgstreiber dieses Projekts, dass wir sehr gut kommuniziert haben. Also wirklich von der Initiative, wir nennen es Work Different, zu, ja, hier E-Mail-Kalender und Kontakte, das wird sich verändern, aber das macht ja eigentlich gar nicht den Brei fett, weil das, was oben drauf aufsetzt, sind Businessprozesse, Dokumentenmanagement, gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten, wir sitzen in Videokonferenzen zusammen und legen dann den Fokus drauf. Dann haben wir gesagt, okay, wir führen diese Google Guides ein. Das waren bei uns, ich weiß gar nicht, recommended bei Google sind 10% oder so. Wir haben 20 ausgebildet, war auch, glaube ich, gut so, weil wir halt auch dieses Problem gesehen haben. Wir haben eine sehr große Varianz in unserer Altersstruktur. Da gibt es halt viele von den Jungen und dann gibt es halt mehr mittleren bzw. älterem Alter, die halt schon irgendwie 25 Jahre bei FISMAN arbeiten. Und gerade da haben wir gesagt, okay, jeder hat die Möglichkeit von euch jetzt ein Google Guide zu werden. Und jeder, der möchte aus eurer Abteilung, wird auf dein Google Guide. Wir haben es quasi offen für jeden gemacht und es wusste jeder, dass es kommen wird. Also hatte jeder die Chance, früh dabei zu sein oder zu sagen, okay, ich warte mal, was passiert, aber irgendwann trifft es mich halt. Natürlich gibt es immer irgendwie diese, sag mal, 5% sehr kritische Masse. Aber ich glaube, es konnte sich am Ende keiner beschweren, dass er nicht abgeholt worden ist dazu. Wie war das eigentlich technisch, von einer Microsoft-Landschaft zu einer Google-Landschaft zu kommen? Gab es jetzt Probleme bei der Umsetzung technisch mit Kompatibilität oder Dokumente, die irgendwo waren und mit den neuen Tools waren sie jetzt nicht sofort erreichbar oder nur über Umwege, solche Sachen? Meinst du jetzt konkret nur auf Dokumente bezogen oder auch quasi auf E-Mails, Kalender und so weiter? Das Gesamtpaket. Also, tatsächlich. Weil wenn ich mir unsere Groupware-Geschichte von früher angucke mit Nodes, muss ich sagen, E-Mail-Migration relativ einfach und auch das, was ich mitgekriegt habe, wir haben auch relativ viele zugekaufte Firmen, die irgendwo dann noch ihre eigene Exchange-Infrastruktur hatten. E-Mails super einfach. Kalender hatten wir bei Nodes tatsächlich sehr, sehr große Probleme mit irgendwie wiederkehrenden Terminen, die es über 15 Jahre lang gab. Also was halt große Probleme waren, waren zum Beispiel Geburtstage. Ich war gewohnt, meinen Geburtstag immer in den Kontakten zu pflegen, weil dann taucht er automatisch im Kalender auf. Unsere Mitarbeiter haben es immer im Kalender gepflegt, mit dem Geburtsjahr noch dabei. Und der Kalender hat das dann jedes Jahr quasi wieder hochgebracht und das war gepflegt auf, also technisch gesehen, im Eintrag irgendwie für 99 Jahre oder so. Als wir es migriert haben, hatten die Mitarbeiter am Anfang teilweise für 99 Jahre einen Termin mit dem Geburtstag da drin stehen, also mit allen Geburtstagen. Da haben wir, ich sag mal, wirklich einen Monat sehr lange dran rumgemacht, auch mit Google, mit dem Hersteller des Migrationstools dieser Zeit dann und haben dann quasi das gefixt gehabt. Der Rest war einfach zu migrieren. Und wenn ich mir angucke, wie gesagt, eine Exchange-Infrastruktur und eine Office 365-Infrastruktur, auch mir als jetzt nicht der technisch Affinste, traue ich mir das zu, da irgendwie eine VM hochzuziehen, das Tool drauf zu installieren
und Feuer. Hattet ihr jetzt auch mal so eine Periode, wo die beiden so parallel gelaufen sind und der eine Mitarbeiter in der einen Umgebung, der andere in die andere? Ja, also bei E-Mail und Kalender gibt es Tools dazwischen, die das im Sync halten. Bei Google war es empfohlen, das möglichst kurz zu halten, diese Zeit. Hat halt bei uns dann doch ein Jahr gedauert, aber okay, hat funktioniert. Das ist, also Google stellt da Tools bereit, was das anbietet, dass ich quasi aus beiden Umgebungen Räume buchen kann, aus beiden Umgebungen die Möglichkeit habe, die Verfügbarkeiten von Leuten zu sehen, ob einer frei ist, belegt ist. Das geht. Ergänzend dazu noch, Dokumentenkompatibilität ist heute umso besser geworden. Also da hat Google in der letzten Zeit auch noch sehr viele neue Funktionalitäten rausgebracht, wo ich die Möglichkeit habe, Dokumente zum Beispiel im Excel-Format in den Google-Tools zu öffnen und auch als Excel-Format in Drive zurückzuspeichern, um es zum Beispiel an Externe zu senden. Ja. Die Frage war, ob wir auch Notes-Anwendungen haben, beziehungsweise Datenbanken. Also gerade bei Notes-Anwendungen, Notes-Datenbanken, das haben wir noch nicht komplett abgelöst. Das ist einmal die Datenmigration, aber halt auch vor allen Dingen die Prozessmigration. Wir haben 100 Datenbanken identifiziert, die bei uns sehr stark genutzt wurden. Und von den 100 Datenbanken haben wir aber mit Sicherheit auch 40 bis 50 identifiziert, die nie nach Notes gehört hätten, weil sie halt quasi nicht vom Prozess her einfach nicht dahin gehört hätten. Das waren Sales-Anwendungen, das waren Produktionsanwendungen, die halt einfach in Notes gebaut worden sind, weil es einfach war zu der Zeit. Die wir aber heute vom Datenbestand einfach an einem ganz anderen Punkt brauchen, die wir in einem Salesforce drin brauchen, in einem Polarion drin brauchen, nahe unserer PLM-ALM-Systeme, das ist was ganz anderes. Den Rest, die wirklich in, ich sag mal, das Office und dem Workplace der Mitarbeiter gehören, bauen wir gerade komplett auf AppMaker um. Das ist eine Low-Code-Application-Building-Plattform von Google auch, wo du quasi mit relativ einfachen Mitteln eine komplett responsive Oberfläche bekommst und unten drunter quasi noch ein bisschen skripten musst und ein einfaches Datenmodell erzeugst. Funktioniert so gut, dass ein Student in seiner Praxisphase 1,5 Monate gebraucht hat, um sich einmal in das Thema komplett einzuarbeiten und zum anderen auch eine Datenbank komplett abzulösen. Also da haben wir jetzt, 15, 20 Anwendungen mittlerweile davon am Laufen. Das läuft ganz gut. Zwei Fragen zu Anwendungen und dann noch eine Anschlussfrage. Also Adobe läuft bei euch einfach parallel, ist denn auf lokal? Als eine Frage, die Lotus ist ja gut im Bereich, oder war, wie auch immer, im Bereich Wissensmanagement. Wie macht ihr jetzt euer Wissensmanagement? Und die allgemeine strategische Frage, wie seht ihr das Thema Vendor-Login? Fangen wir vorne an. Also Wissensmanagement, einfachere Antwort, Confluence. Also da sind wir aber auch schon seit 7, 8 Jahren mit Confluence am Zusammenarbeiten, dass wir Wissensmanagement betreiben. Würde ich auch fernab sehen, also auch wenn ich bei mir das Team, die Abteilung mir angucke, ganz klare Ausrichtung ist, hey, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die wollt ihr schnell erzeugen, wollt ihr kollaborativ erzeugen, macht das alles im Drive, legt es in Drive ab, macht die Präsentation in Drive. Wenn ihr Dokumente beschreibt, die irgendwelche technischen Abläufe, administrative Abläufe und so weiter beschreiben, legt sie in Confluence ab. Also das, was quasi wirklich notwendig ist, auch in Zukunft dokumentiert zu haben. Dann, was war die erste Frage noch? Adobe. Adobe tatsächlich heute, also für Photoshop zum Beispiel, keine Chance in den Browser zu kriegen. Unsere Marketingabteilung ist aber halt auch, die kriegen halt Macs, ja. Also die kriegen einen Mac und darauf ist weiterhin noch ein Photoshop installiert. Bei Adobe Reader, das ist tatsächlich noch ein Feature-Request, der auch aus meiner Sicht bei Google noch offen ist. Wir würden ganz gerne quasi die Browser-Funktionalitäten von Drive so erweitert haben, dass ich halt mehr Möglichkeiten habe zu annotieren, in ein PDF reinzuschreiben. Wenn ich mir jetzt also gerade hier so 360 Convertible Chromebooks angucke mit einem Stift dabei, wäre es halt schön, auch direkt da rein zu annotieren und das dann wieder zu versenden und so weiter. Gibt es auch immer noch als lokale Installation, aber der Anwendungsfall ist eigentlich eher, dass die PDF ja nur gelesen werden muss. Und ich kann es nicht genau sagen, wie viele Creative Cloud User wir haben.
aber die sind auf jeden Fall kleiner, 500. Ja. Letzter Punkt, Vendor-Login. Die Frage haben wir uns letztens erst bei Asana gestellt. Vollkommen, und es ist, glaube ich, egal, wohin man geht, in eine SaaS-Lösung. Die Frage, die man sich aber auch stellen muss, was haben wir für Alternativen heutzutage? Also diese Entwicklungsgeschwindigkeit, die Funktionalitäten, die Transparenz, alleine die Datenmassen. Wie gesagt, die 107 Terabyte. Ich habe so ein großes Demo-File bei mir, das kann man kopieren im Drive, das dauert keine 2 Sekunden, das ist aber dann 2x5 Terabyte groß. Das geht halt relativ flux. Hast du niemals die Chance, in der internen Infrastruktur abzufangen. Ich bin prinzipiell der Meinung, ja, man muss da offen bleiben, aber ich glaube tatsächlich, der Vendor-Login, egal bei welcher richtigen SaaS-Applikation mit so viel 1000 Usern, die sich an diese Arbeitsweise gewöhnt haben, ist für einen gewissen oder gerade für die heutige Zeit einfach da. Bin mir aber auch eigentlich ziemlich sicher, dass irgendwann wieder was Neues kommen wird. Also irgendwer wird wieder auf irgendeine Idee kommen, der auch das wieder angreifen wird. Microsoft war irgendwie jahrelang der Platz hier statt drin. Google hat trotzdem gesagt, ey, wir machen da was. Da kommt wieder irgendwas, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht nur als kleine Ergänzung, was schon Google-Philosophie ist, diesen Wechsel einfach zu machen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, die Dokumente zum Beispiel, ja, das ist eine häufige Frage, die wir kriegen, ich habe jetzt einen Google Doc auf einmal, was mache ich denn damit, wenn ich jetzt wechseln will zum Beispiel? Und da gibt es auch einfache Möglichkeiten, die komplett dann in einem Microsoft-Format zum Beispiel oder auch als RTF oder was auch immer man dann an Formaten braucht. Da gibt es eine ganze Reihe an Formaten, in die man dann den gesamten Datenbestand auch wieder exportieren kann. Gab es dann bei der Einführung eigentlich Datenschutzbedenken und wie seid ihr damit umgegangen? Und ich meine, klar, Thema Safe Harbor Abkommen, ja. Sind die Daten in den USA, sind sie in der Europäischen Union? Ja. Das sind alles so Sachen, wenn ich mir jetzt überlege, zu unserem Datenschutzbeauftragten zu gehen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt eine Cloud-Lösung einführen, dann gibt es da wirklich erstmal eine Latte an Fragen, die zurückkommen, die erstmal beantwortet werden müssen. Wie seid ihr dann mit der Thematik umgegangen in der Vorbereitung letztendlich? Oder gab es die tatsächlich nicht? War die Bereitschaft eigentlich höher, da voranzugehen? Doch, also tatsächlich gab es das auch. Und was wir gemacht haben, quasi für jeden Cloud-Vendor, war relativ am Anfang in 2015 schon eine Liste quasi zu erstellen mit allen, ja, ich sag mal, möglichen Fragestellungen, die man quasi für die Auswahl eines Cloud-Vendors berücksichtigen musste. Diese Liste sind wir sowohl mit einer IBM, als auch mit einer Microsoft, als auch mit einer Google durchgegangen. Das Outcome zu der Zeit war, dass Google die meiste Transparenz über ihre eigene Infrastruktur gegeben hat. Das war halt vor 3-4 Jahren so. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile, da hieß es immer noch, Microsoft macht das alles in der Deutschland-Cloud, was ja dann irgendwie doch nicht so funktioniert hat. Also das war so das Outcome an unserer Stelle und das haben wir einfach nur mitgenommen. Also wir haben halt gesagt, hey, das ist prinzipiell möglich, aber das ist eine unternehmerische Entscheidung unseres Boards, unserer Inhaber, wollen wir unsere Daten in die Cloud legen. Die können wir als IT nicht treffen. Wir tragen auch nicht das Risiko dafür. Wir machen höchstens aufmerksam auf das Risiko. Und natürlich, bei jeder Cloud-Lösung hat man ein gewisses Risiko dann drüber. Das Risiko ist, glaube ich, nicht die Daten selber, sondern einfach die Zusammenhänge damit, die Geschäftsprozesse, ob die irgendwann analysefähig sind und daraus quasi die Geschäftsmodelle der Unternehmen angegriffen werden können. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Aber wir haben nichts anderes gemacht, als Risiken transparent zu machen und zu sagen, hey, wir können das machen. Prinzipiell rechtlich ist das überhaupt gar kein Thema, aber das sind die Risiken, wollen wir die eingehen, mit aber auch all den Vorteilen, die wir dann bekommen. Und da war die Diskussion relativ hoch am Anfang und da ging es darum, hey, sollen wir Daten zusätzlich verschlüsseln? Und ja gut, dann nehme ich mir jede Flexibilität einer Cloud-Lösung, das bringt mir halt gar nichts. Wenn ich halt jetzt in einer, ich sag mal, großen Cloud bin, dann kann ich halt irgendwie noch meine eigenen Keystores nutzen und kann dann sagen, okay, ich habe ein eigenes Key-Management-System oben drauf und verschlüssel somit die Daten, ist in Ordnung, ja. Aber gerade bei den ganzen Kollaborationslösungen keine Chance. Die zweite Facette der Frage, die Infrastruktur global aufzubauen, ist aus meiner Sicht immer noch eine Frage, warum wir das nicht schon für weitere Sachen auch schon getan haben. Also
wir sind auch von China über Kanada, Amerika, überall auf der Welt verteilt. Und wenn ich mir angucke, was ich für, ich sag mal, Ladezeiten für zum Beispiel eine Citrix Windows, ich fahre das hoch in China habe oder in Kanada, müsste ich eigentlich auch konsequenter sagen, okay, diese Infrastruktur ist auch global verteilt und ich habe in China genau die gleichen Latenzzeiten, wie ich sie auch in Kanada, Amerika, Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt habe. Das ist aus meiner Sicht, aus User-Perspektive einfach nur ein Vorteil, das wirklich verteilt zu haben und eine möglichst performante Infrastruktur zu haben.